Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Shin Megami Part. Ja, seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen gegrindet. Ich habe fusioniert, was das Zeug hält. Hab rein zufällig, das war ein Unfall, diesen Sandal, von dem ihr da rechts sehen könnt, bekommen. Der ist Level 94 und ultimativ stark. Ich würde sagen, von allen Kreaturen ist er bisher der mächtigste, den ich bekommen habe. Also er stellt sogar Odin in den Schatten. Und ich will jetzt mal ganz kurz offen hier reden. Wir haben zum einen noch eine neue Nebenquest bekommen. Nach der letzten Aufnahme. Da habe ich ja ein bisschen Oskin nochmal gegrindet. Und da ist der Punkt, den ich ansprechen will. Den Shiva. Den kriegen wir wahrscheinlich, bevor wir ein bestimmtes Level erreicht haben. Nicht platt. Ich habe sogar nachgeguckt. Man muss eine Gruppe haben. Und zwar wirklich eine komplette Gruppe. Die alle mindestens Level 95 sind. Ja, Leute. Den Shiva kriege ich vor 95 nicht platt. Mein ganzes Team müsste das Level haben. Die anderen jetzt auf das Level zu bringen, wäre jetzt nicht so das Riesenproblem. Weil die kann ich mit Grimoiren hochleveln und die Grimoire, die kriegt man auch relativ einfach. Das Problem ist eher, mich auf das Level zu kriegen. Weil, ihr könnt es an der XP schon sehen, ich bräuchte fast 400.000 XP, um ein weiteres Level zu kriegen. Den besten Gegner, den ich hier bekämpfen kann, der gibt, also die Gegnergruppe, gibt so um die 5000 XP. Mit Glück. Ihr seht da schon das Problem. Ich würde echt extrem lange brauchen, würde ich über die grinden. Vor allen Dingen, weil die nicht mal in Massen da sind. Und da bleibt mir ja nur die Möglichkeit, den Mitama zu farmen, der Evangeliums druckt. Da kommt aber das nächste Problem auf. Der ist einfach ziemlich selten da und den gibt es auch nur sehr wenig. Es gibt nur 3 im gesamten Spiel. Und die tauchen mit Glück, mit wirklich sehr, sehr viel Glück, alle 20 Stunden auf. Und damit meine ich Spielstunden, Ingame, Realtime. Ihr seht das Problem. Ich habe einfach nicht wirklich die Lust darauf, so lange so hardcore zu grinden. Und deswegen werde ich bei Shiva eine Ausnahme machen, was den Kampf angeht, weil normalerweise habe ich hier den Modus auf entspannt, das ist so mittel. Nur für Shiva werde ich den Kampf auf sicher stellen. Das heißt, ich werde mehr Schaden machen und er selber macht weniger Schaden. Ich habe das schon ausprobiert, ganz leicht. Und selbst dann ist es ein richtig harter Kampf. Auf dem jetzigen Status. Zum Ausgleich werde ich aber jeden anderen Kampf auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, den ich momentan habe, machen. Auf normal. Um das wenigstens auszugleichen. Ihr dürft mir gerne zu diesem Zeitpunkt jede Beschimpfung an den Kopf werfen, die euch in den Sinn kommt. Ihr dürft mich flamen, so viel ihr wollt. Aber ihr müsst das mal so sehen, Leute. Ich spiele dieses Spiel jetzt ungefähr seit Dezember letzten Jahres. Und wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. Ich will dieses Spiel mittlerweile einfach nur noch fertig haben. Weil ich bin fast nur am Grinden bei diesem Spiel. Ich muss hier auch euch einen Tipp geben für alle, die dieses Spiel holen. Hebt euch jedes Evangelium auf, nutzt die nicht, bis ihr beim Endgame seid. Ihr müsst die aufsparen, weil ihr hinterher habt es richtig schwer mit dem Leveln. Also ich sag mal, allein von Level 60 auf Level 70 zu kommen, war eine Tortur. Aber das war wenigstens mit dem, was hier rumläuft, noch möglich. Aber danach, Hölle. Danach habe ich eigentlich nur noch Evangeliums genutzt. Weil anders konnte ich nicht mehr leveln. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin dann ja nur auf Mitama-Jagd.
um irgendwie das Level auszugleichen von mir und der Gruppe. Und das ist für mich einfach nur ab einem bestimmten Punkt langweilig geworden. Ich sag nicht ab wann, aber es ist für mich sterbenslangweilig geworden, diesen Mitama zu jagen, nur damit wir in der Story weiterkommen. An dieser Mitama-Jagd, die ich jetzt gerade hier erwähnt habe, habe ich im Durchschnitt 15 Stunden immer gehangen, mindestens. Damit wir ein Part weiter kamen. Also hier an dem kann ich direkt schon Fazit geben, das Levelsystem von diesem Spiel finde ich extrem schlecht. Ich finde es einfach nur schlecht. Ich kann das Spiel nicht schönreden. So, wie gesagt, Shiva werden wir auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad bekämpfen. Ich nehme jetzt eine Gruppe, die gegen den stark ist. Er ist es übrigens nicht. Aber ihr seht schon, der hat extrem krasse Werte. Das war halt wirklich ein Unfall bei einer Fusion. Ich nehme jetzt hier Fionn mit ins Team, statt Odin. Dann davon bleibt im Team, weil der macht generell den anderen extrem Schaden. Und vor allen Dingen, was ich bei Shiva auch noch zusätzlich gelesen habe, als ich mich mal über den schlau gemacht habe, wie man den überhaupt mal besiegen kann. Weil der ist offenbar der Secret Boss des Games. Der schaltet auch ein Secret Ending frei. Der hat zwei Heilkameraden bei sich, die ihn einfach voll heilen können. Ihr müsst euch das vorstellen, dass wir mitten im Kampf ihn endlich mal Half-Life hätten und er wird dann auf einmal voll geheilt. Ich würde 2 Stunden an den Kampf sitzen. Also ich würde mich natürlich dann auf den Heiler konzentrieren, aber das wäre trotzdem zum Kotzen. So, wie gesagt, wir werden Shiva jetzt auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad machen. Ich habe das letztes Mal hoffentlich richtig stark gecuttet. Es ist 2 Wochen her, dass ich da aufgenommen habe. Und man sieht einfach, wie gut ich leveln konnte. Wir haben halt noch eine Nebenquest zusätzlich bekommen. Das ist Kampf um die geflügelte Sonne. Da kämpfen wir nochmal gegen 2 Götter. Und jetzt machen wir erstmal Shiva platt. Es ist der leichteste Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr diesen Kampf machen wollt, und zwar richtig, empfehle ich wirklich Level 95 mindestens. So wie es auch online da steht. Ich habe es nämlich jetzt auch einmal mit dem auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich normalerweise spiele, versucht. Und bin nach 2 Minuten tot gewesen. So wie wir jetzt kämpfen, wird ungefähr genauso sein, als wenn wir gegen ihn kämpfen, wenn wir auf Level 99 sind. Ungefähr. You dare challenge me. Ah. Der mag kein Eis. So. Einfach um dich wieder in der Liste zu haben, erstmal das Fernrohr. Der hat halt auch die übelsten Werte von allen Gegnern. Habe ich den Schwierigkeitsgrad auszusehen wieder hochgestellt? Ja, habe ich. Einen Moment, Leute. So, Leute, jetzt habe ich es auf den richtigen Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich war innerhalb von 2 Minuten jetzt tot. So, jetzt solltet ihr es eigentlich sehen können. Guckt, der Schaden ist immens höher. Und trotzdem ist es ein Windsbalken, der weggeht. Fionn hat übrigens bei 84 Eiszeit gelernt. Schwerer Eisschaden, der auch noch durchbricht. Sieht sehr cool aus, der Angriff. Also es ist sogar leichter, als es bei Level 99 wäre. Aber ganz ehrlich, ich habe weder die Zeit noch die Laune, drei Wochen jetzt vielleicht am Stück diese Mitamas zu farmen. Es tut mir leid, wenn da ein paar von euch enttäuscht sind, aber ihr müsst das auch verstehen. Ich will dieses Spiel einfach mal langsam fertig kriegen und
Mir geht dieses ewige Rumgegrinde langsam auf den Keks. Deswegen, für Shiva nehme ich jetzt den sicheren Modus, damit wir ihn down kriegen. Aber für die anderen lassen wir es. Bei den anderen mache ich dafür den Schwierigkeitsgrad hoch. So, euch drei muss ich vorher testen. Der da hinten, der muss sterben. Der ist der, der voll heilen kann. Ganesha eben kurz. Ach komm, einmal soll er sich heilen dürfen. Danach kann ich ihn vernichten. Oder warte. Könnte des Landes könnt ihr ihn vielleicht umnieten. Ja. Also wie gesagt, es tut mir leid, wenn ein paar von euch enttäuscht jetzt von mir sind, aber ihr müsst das halt auch verstehen. Dass man nach so viel Zeit einfach das Spiel mittlerweile nur noch fertig haben will. Ich würde gerne Naokami mal sehen. Richtig geiler Blitz. So, Eyesight. Licht des Gesetzes. So, und Hisagion ist auch so eine durchbohrende. So, und Schale der Yugia. Ich kann es ja so machen, dass ich jetzt auf einen separaten Spielstand abspeichere und dann für mich dann nochmal hier das Grinding mache. Und wenn ich das dann weit genug gemacht habe, dass ich dann den nochmal aufnehme, den Kampf. Aber diesmal dann richtig. Jetzt geht es ja gerade nur darum, dass wir den fertig kriegen. Das ist eine schöne Pose, die du hast. So, du sollst die eine nochmal wiederholen. Ich habe die noch nicht registriert. Nee, die nicht. Es ist aber auch schon unglaublich, was für einen Unterschied der Schwierigkeitsgrad machen kann, ne? Sehen wir mal den Donner der Wahrheit. Ich hätte nicht A drücken sollen. Dann seht ihr das jetzt auch mal mit der Vollheilung. Eventuell. Ach komm, vernichten wir ihn. Machen wir dem ja am Ende. So, wie gesagt, nach Möglichkeit gucke ich, dass ich dann jetzt für mich erstmal ein bisschen grinde. Ist unglaublich, wie viele Level der gibt.
und dann den nochmal aufnehme, wenn ich wirklich aufs Maximum trainiert habe. Dann können wir den gern nochmal richtig bekämpfen. Also, ihr müsst das verstehen, ich will das Spiel fertig haben. So, zwei investieren wir in Stärke und der Rest kommt in Magie. Wir haben ein paar Level-Ups bekommen. Ja, das war ein bezaubernder Tanz. Okay. Und jetzt kriegt man natürlich nochmal drei Evangeliums von dem. Ich hoffe euch, dass euch dieses Video gefallen hat. Beim nächsten Mal machen wir den Rest der Story. Ich überlege mir, ob ich das mache. Es ist kein hundertprozentiges Versprechen. Kann auch sein, dass ich es komplett sein lasse. Weil ich dann einfach keinen Bock drauf habe. Aber auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!